Die Natur ist immer so schmutzig. Ich hasse diesen Planeten. Da will man seinen Laden sauber halten und dann bringt ihr mich hierher. Hier mieft's nach Wookie im Regen. Ist das wirklich dein größtes Problem? Falls du es nicht bemerkt hast, mir ist nicht viel geblieben. Aber meinen Stolz habe ich noch. Ich habe immer an meinen Stolz geglaubt. Glaube es nicht verkehrt. Wenn ich putze, koche oder Ähnliches erledige, habe ich danach einen kleinen Sieg errungen. Ich verstehe. Ich weiß, wir hatten keinen leichten Start. Ich meine, vielleicht war ich auch ein bisschen schuld. Darum konzentriere ich mich auf die kleinen Siege, wie zum Beispiel, dass wir alle einen vollen Magen haben. Allerdings. Du übersiehst was. Ich habe noch mehr übersehen, Kleiner. Aber ich lebe noch und habe mein Schiff. Dafür muss ich dankbar sein. Das stimmt. Als ich die Mantis bekommen habe, hielten sie manche für einen Schrotthaufen. Bis jetzt hat sie gehalten. Ja, das hat sie. Kein schlechtes Zeichen. Ich putze, der Druide macht schmutzig. Wird so meine Zukunft aussehen? Imperiale Sturmtruppler haben hier alles abgesucht. Das Imperium macht da weiter, wo es vor Saws Truppen aufgehört hat. Hoffentlich haben es alle geschafft. Die meisten sicher. Sie sind schlau. Ich verstehe zwar Saws Ziele nicht, aber hier hat er dem Imperium schwer geschadet. Die Operation läuft langsamer. Ausbremsen ist eine Sache, aber wir werden sie endgültig stoppen. Hoffentlich hast du recht. Ich dachte, wir hätten hier gesiegt. Im Moment sieht es nicht so aus. Und trotzdem hast du Leben gerettet. Der Krieg hat seine eigenen Gesetze. Das weißt du sicher noch aus deiner Zeit in den Klonkriegen. Wirklich. Vielleicht war es auch keine gute Idee. Saw ist weg. Das Imperium wieder da. Saw wusste vielleicht, was er erreichen konnte und was nicht. Er kämpfte schon lange gegen das Imperium. Schwer zu sagen, was wir erreicht haben. Die Raffinerie ist zerstört. Die Wookies sind frei. Saw wusste, dass er unmöglich einen ganzen Planeten allein befreien kann. Er gab sein Bestes und verschwand, als er mit seiner Kraft am Ende war, um später weiterzukämpfen. Wir müssen mehr tun. Wir versuchen's, Cal. Entschuldige, Cal. Ich arbeite. Wo geht's hin? Setze Kurs auf. Moment, ich soll nach Datomir? Cordova ist dort gewesen. Er hatte sicher gute Gründe. Ich bleibe auf der Mantis, wenn wir dort sind. Rotes Sonnenlicht ist schlecht für meine Haut. Dieser Ort war einst die Heimat einer starken Gruppe von Machtnutzern, der Schwestern der Nacht. Sie nutzten die Macht? So wie die Jedi? Nein. Diese Hexen dienten nur sich selbst. Ihre Kräfte fußten auf Täuschung, Illusion, Manipulation. Ha! Klingt wie jemand, den ich mal kannte. Während der Klonkriege wurden die Schwestern der Nacht von einem Sith Lord hintergangen. Und am Ende war einem Massaker fast ausgerottet. Datomir ist tödlich. Wir müssen aufpassen. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Wir erreichen in Kürze unser düsteres Ziel. Setz dich hin, Kleiner. Gigiel Dace is now live. Streaming Star Wars Jedi, Fallen Order, PS5 Geraute Stream Neuling. Im Schiff. Drinnen. Ich habe Wände. Ich habe Jedi. Alles gut. Ja. Hey, Kerl. Du und sie. Ist alles okay? Ich weiß nicht. Das ist im Moment nicht wichtig. Weißt du, sie glaubt an dich. Um ehrlich zu sein, ich habe am Anfang nicht viel von dir gehalten. Hab ich gemerkt. Weißt du, immerhin musste ich dir wegen ihr zum unheimlichsten Ort der Galaxis folgen und... Ja, das stimmt.
Jedenfalls hoffe ich, dass ihr beiden das schnell klärt, damit wir die Mission abschließen und uns irgendwo erholen können. Ich kenne ein großartiges Kastell auf Takodana. Dort gibt's den besten Bloody Ranker der Galaxis. Hast du Hunger? Kerl, Kumpel, bist du mal draußen gewesen? Weißt du, wo wir sind? Das ist kein Ort zum entspannten Speisen. Lass uns verschwinden. Ich verhungere. Also, Zog Tormo will wirklich ein Stück von dir. Ha, du hast ja keine Ahnung, Kleiner. Wie bist du überhaupt an den Kerl geraten? Ja, ich hatte als Kind nicht viel. Gut, ich hatte meine Urgroßmutter, aber das war's. Mit Verbrechern wie der Haxion-Brot geht es nie gut aus. Kerl, wir sind nicht alle Jedi. Die meisten von uns kommen gerade so durch. Und manchmal geht eine Wette daneben. Ich verstehe. Du kannst auf mich zählen, wenn die Brut wieder anrückt. Echt? Danke, Kerl. Nicht jetzt, ich muss arbeiten. Kerl, hast du kurz Zeit? Du bist seit Bracca weit gekommen. Aber dein Ziel ist noch fern. Du sollst wissen, welche Herausforderungen dich noch erwarten. Ich schaff das. Ich kenne deine Fähigkeiten. Darum geht es gar nicht. Ich weiß, was zu tun ist. Ich hab's schon getan. Kerl, selbst die stärksten Jedi. Ich bin nicht Triller. Ich schaff das. Ich weiß, das habe ich auch nicht gesagt. Ich erwarte nicht, dass ihr irgendwas sagt. Es ist okay, Sia. Echt. Ich sorge mich um dich, Kerl. Mehr nicht. Hey, ich weiß, wir haben unsere Probleme. Aber ich muss mit euch reden. Ich brauche Hilfe. Ich höre. Ich spüre wieder die Macht, aber bin immer noch blockiert. Warum ist das wohl so? Wenn ich beginne, mich zu öffnen, sehe ich Meister T'Pol. Und du hast trotzdem weiterhin deine Verbindung zur Macht vertieft. Weißt du, was mir das sagt? Dass ich nicht weiß, was gut ist? Dass du stark genug bist, deine Gefühle zu akzeptieren. Du musst dir Zeit lassen. Sia, ich... Vielen Dank. War wichtig. Versteckt sich Grease? Sieht ganz so aus. Kein Wunder. Datomir ist nicht gerade nett zu Fremden. Cordova muss dir etwas über diesen Ort gesagt haben. Eine Erklärung, warum er hergekommen ist. Meinst du, er war damals klarer im Kopf als in den Logs, die er zurückgelassen hat? Er war ein kluger Mann, aber er hatte die Antworten noch nicht gefunden. Jetzt müssen wir diesem Weg folgen. Glück haben wir da nicht gestanden. Was ist das für ein Ding? Es sieht nicht freundlich aus. Irgendwas findet man immer. Ja? Zeig mal. Idee.
Idee. Hilf mir bitte. Oh, wieder normal. Hey, BD, was ist das? Okay, BD, was ist es? Ich weiß nicht viel über Datomir. Überrascht mich nicht, das geht vielen so. Ich weiß das meiste von Cordova. Er hatte seine Gründe, hierher zu kommen. Sieht so aus. Das heißt nicht, es ist sicher. Pass gut auf, Kerl. Für BD. Hilfe, BD!
Nee, hier! Hilf mir bitte! Eine Schwester der Nacht. Sie übt ihre Magie aus. Hast du was? Eine Warnung? Hier war jemand. Ein Fremder, nicht von diesem Planeten.
Gehen wir, BD. Ja, und los geht's. Was ist das, BD? Wohl wirklich hier. Ungewöhnlich. Der Ort wirkt verlassen, aber... Was machst du hier, Jedi? Du musst eine Schwester der Nacht sein. Ich dachte, ihr wärt alle tot. Nicht alle. Datomir ist für dich verboten. Los, verschwinde! Naja, das geht leider nicht, aber vielleicht könnten wir einander helfen, weißt du... Ruhig. Ich bin nicht dein Feind. Dein Handeln sagt dir etwas anderes. Warte, ich bin nicht hier. Warte! Wo bleibt dein Können? Brüder, helft mir! Verdammt! Du kannst nicht gewinnen, Fremder. Du kannst deine Schwäche nicht verbergen. Guter Scan, BD. Geregelt. Schwester der Nacht überlebte. Irgendwas an ihr ist vertraut. Du kannst nicht gewinnen, Fremder. So
noch mehr nach Brüder. Du wirst nicht gewinnen, Jedi! Gut gemacht. Ich sehe dich, Fremder! BD, kannst du mir helfen? Fremder! Deine Schläge sind schwach! Hilfst du mir mal, BD? BD, hier drin. Ja, sehen wir es uns an. BD? BD, hier drin. Da war wirklich was drin.
jemanden angezogen. Energie aus der Ruine? Ein Weggefährte. Du hast wohl schon die Schwester der Nacht getroffen. Und dennoch bist du am Leben. Ein Lichtschwert. Nein, nein, nicht verstecken. Jetzt verstehe ich, wie du überlebt hast. Wer bist du? Nein, bitte hab keine Angst vor mir. Ich bin nur ein Reisender. Ich studiere die Natur der vergangenen Kulturen und toten Philosophen. Auch die Schwestern der Nacht? Oh, ich studiere vieles. Die Schwester der Nacht, ja. Auch sie. Oh. Sie war noch ein Kind, als der Krieg uns heimsuchte. Sie musste mit ansehen, wie ihre Familie stirbt. Was wisst ihr über diese Ruine? Ach, die, ja. Unsagbar alt, das ist sie. Die Schwester der Nacht und ihre Sippschaft. Sie wurden verführt. Von der Kraft, die darin schlummert. Nein, meide sie. Ansonsten widerfährt das auch dir. Wie lange seid ihr schon hier? Lang genug. Diese Welt gewährte mir Zuflucht, als ich sie brauchte. Unterkunft, als ich schwach war. Erleuchtung, als ich mich in der Dunkelheit verloren hatte. Aha. Woher wisst ihr so viel über die Schwester der Nacht? Beobachtung. Ich habe viel gesehen, seit ich hier bin. Was soll das bedeuten? Muss es etwas bedeuten? Viele große Geister haben sich verloren auf der Suche nach Ordnung. Ich muss mal los. Nicht stürzen. Du weißt nie, was du in den Tiefen von Datumir findest. Brüder, Eindringling! Verstanden. Komm und stell dich! Kletterbar, aber nur mit Ausrüstung. Sterb! Verrotte im Sumpf! Haben wir das geschafft? Mit dir erlebt man was.
Du gehst keinen Schritt weiter. Schritt zur Seite. Nein, er hatte recht mit dir. Wer? Was? Jedi sind Diebe und dreckige Lügner und bringen nichts als den Tod. Pass ja auf, wenn du nochmal angreifst, strecke ich dich nieder. Oh, ich mache gar nichts. Aber meine ermordeten Schwestern. Sie bekommen ihre Rache. Danke, BD. Du bist schnell. Noch mehr Untote. Verlasse diesen Ort. Würdest du mir bitte helfen? Gut gemacht. Wir gehen nie vor euch auf die Knie. Du wirst für ihren Tod bezahlen. Ich könnte einen Stim gebrauchen. Wie schafft's diese Schwester der Nacht, uns zu folgen? Sie hat sie Machtnutzer genannt. Aber so habe ich die Macht noch nie erlebt. Wir gehen besser auf Zehenspitzen. Moment, hast du überhaupt 10? Was ist das für eine fliegende Kreatur? Hoffentlich erfahren wir es nicht. Diese verdammten, vielbeinigen, krabbelnden Feiglinge. Hüte dich, Bruder, sie bringen Unheil. Ich reiße ihnen die Beine aus und pumpe ihr Gift ab. Und los geht's. Was hast du da?
Brüder der Nachtrunen. Meinst du, wir nähern uns einem Dorf? Er zittert vor Angst. Angriff! Dein Ende naht! Dein Tod ist sicher. Weiger jeden. Fühl mich schwach, bitte. Jemand gejagt. Du bezahlst, du Mistkerl! Kein Fremder kann uns besiegen! Ich brauche Hilfe. Das war genau richtig. Wir sollten in Deckung.
andere Wahl haben. Ja, das passt. Wer ist da? Hat die Brücke runtergelassen. Kannst nicht gewinnen. Sehr schwach. Ein Weg am Tor? Verhindert, dass er sich regeneriert. BD! Jetzt bitte! So viel Angst und Wut. Wie kann hier jemand überleben? Das ist noch so ein Ding. Das war mal eine Arena. Die Brüder der Nacht akzeptieren nur die Starken. Huh?
Schiff ist abgestürzt. Es war vor irgendwas auf der Flucht. Erledigt. Was ist es, BD? Für meine Schwester. Vielleicht ein bisschen Hilfe. Hilfst du mir mal, BD? Gut gemacht. Was ist das? Gute Arbeit. Als er sagte, bring Samen, meint er doch von Datumir. Hey, BD, sieh's dir mal an. Okay, BD, was ist es? Die Schwestern nannten ihre Anführerin Mutter. Ihre Magie war stark.
sieht nach Ärger aus. Der Jedi blutet! Der Fremde und er ist geschwächt! Hey, Benny! Er zieht sich zurück! Ich kriege dich! Erledigt den Eindringling! Du kannst nicht gewinnen, Fremder! Ich hab dich! Und wieder unterliegt einer unserer Kampfkraft. Schnell zu Ende bringen. Werf einen rüber, BD1. Du kannst. Für euch ist hier kein Platz. Die Brüder werden euch töten, wenn ihr bleibt. Gegen dich haben sie sicher keine Chance. Brauche Unterstützung! Noch ein Stimpf!
Hier erwartet dich nur der Tod. Moment, es könnte gefährlich sein. Stim BD.
stimmt. Voll weg.
Die stärksten Brüder der Nacht bewältigten ihren Übergangsritus im Bau dieser Kreatur. Bleib unten, Koppel! Lass dir nicht treffen!
Geht wieder los! Es geht weit runter. Schon wieder? Okay, dann los. Gut. Für diese Kreatur gilt das leider nicht. Dieser Brutalität ein Ende bereiten. Stim, BD!
Würdest du mir einen Stimm zuwerfen? Ah, wieder normal. Willst du nachsehen? Was ist es, BD? Er ist gefährlich. Wir sollten ihn töten. Nein, wir bringen ihn zu Bruder Viscus. Ich wusste, dass du da reinspringst. Oh, du hast was gefunden. Unterstützung!
prächtig zu, Brüder. Brüder. Ich wusste, dass du da reinspringst. Oh, du hast was gefunden. Jedi! Ich mach dich fertig! Ich fühle mich nicht gut, Jedi. Ich will nicht länger auf Anweisungen der Schwester warten. Wir müssen uns um den Eindringling kümmern. Ein Schiff ist in den Sümpfen abgestürzt. Sei vorsichtig. Ich spüre große Gefahr. Du, zeige dich! Hast du das Grab gefunden? Fast nicht. Wurde allerdings abgelenkt. Grease verhält sich seltsam. Er will jemanden vor der Mantis gesehen haben. Datumir zermürbt ihn. Das ist bei ihm völlig normal. Geht's dir gut? Ich halluziniere nicht, also... Ja. Ich verlasse ein Dorf der Brüder der Nacht. Nimm die Spur wieder auf. Hört sich an, als kämst du zurecht. Ja. BD und ich schaffen das.
bleibt dein Können? Bring das zu... Ich mach dich fertig! Unsere Stärke. Wo ist denn der alte Mann? Haben die Brüder der Nacht ihn geholt? Hilfe, bitte. Hör schon mir ein Stimm zu, BD. Das ist viel besser. Das muss das Grab sein. Verhindert, dass er sich bewegt! Du wirst sterben, Jedi. Hilf mir bitte.
mir bitte? BD, wirf mir einen Stim rüber. Mein Freund, wir suchen ein Astrium und befinden uns in Kutschets Grab. Immer das war. Es ist weg. Kerl. Lust auf eine Revanche später? Ja, jederzeit. Klingt gut. Gehst du zum Training? Immer. Okay, dann sehen wir uns später. Tschüss. Du solltest dich beeilen, Kerl. Jaro hat nicht viel Geduld. Das heißt, wir kriegen bald neue Befehle. Endlich. Ich bin froh, wenn ich hier wegkomme. Wir verlassen Bracca? Könnte sein. Mach ihm keine falschen Hoffnungen mit solchen Gerüchten. Schon okay. Ich glaube, sobald's Meister Tapal sagt. Apropos deinen Meister. Ja, ich geh besser. Du solltest losgehen, Kerl. Du hast es aber eilig. Meister Tapal hat mich zum Training gerufen. Du schaffst das, Junge. Meister Tapal. Padawan, Zeit für deinen Unterricht. Ja, Meister? Du musst uns erreichen und lass mich nicht warten.
Echt fies, Commander. Fokussieren. Voll konzentriert hättest du diese Ablenkung vorausgeahnt. Beweg dich, Padawan. Besser, Padawan. Komm zu mir. Wir werden mit einer Aufwärmübung beginnen. Doch zuerst haben wir Befehle. Braca ist gesichert. Schon bald rücken wir nach Mygeto aus. Ja. Du musst... Meister, seid ihr okay? Irgendwas stimmt nicht. Nein, nein! Was geht hier vor? Warum war der Commander? Padawan, etwas Schreckliches ist im Gange. Die Klone haben uns hintergangen. Deine Fragen müssen warten. Es ist keine Zeit. Wir müssen sofort das Schiff verlassen. Schnell! Zu den Rettungskapseln. Und nimm die Wartungsgänge. Wir haben das trainiert. Erinnerst du dich noch? Ja, Meister. Und was wird aus euch? Ich sorge für Ablenkung und komme dann wieder. Wenn ich bei deiner Ankunft nicht da bin, geh ohne mich. Wir sehen uns auf Braca wieder. Hast du das verstanden? Ja, Meister. Sie kommen. Ich werde zwar die Drucktüren schließen, aber wenn sie dir begegnen, darfst du keinesfalls zögern. Geh. Möge die Macht mit dir sein. Geh. Los! Da ist er. Er schießt ihn. Nein, halt! Ziehen, um durchzukommen. Das ergibt keinen Sinn. Was ist hier los? Können wir den Jedi sehen? Der Kleine ist verschwunden. Sucht überall. Er kann nicht weit sein. Luft wieder aus. Hey, was war das? Haltet die Position. Ich sehe nach. Meldet Verluste. T'Pol hat mehrere Trupps ausgeschaltet. Sofort schießen. Verstanden. Ich versteh's nicht. Was ist passiert? Was war das? Da ist wer in den Wartungsgang. Ich glaube, hier ist der Turbolift. Danach ist es nicht mehr weit. Klettern. Wir treffen uns vorne.
ist ein Override. Du wirst ihn aktivieren, wenn wir fliehen wollen. Ja, Meister. Control ist in der Luftschleuse fest. Schick Verstärkung. Jaro, Control ist auf der anderen Seite der Tür. Ja, aber er kommt nicht durch. Es dauert so lange, die Türen mit dem Lichtschwert aufzuschneiden. Wir warten hier, bis er umschnitt. Hört ihr das? Bereit machen! Los, Padawan, wir müssen sofort weg. Die Türsteuerung! Schiffsreaktoren überlastet. Im Schutz der Explosion können wir fliehen. Der Krieg ist nicht vorbei, mein Padawan. Halte die Stellung. Warte auf das Signal des Rats der Jedi. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Ja, Meister. Padawan. Es ist Zeit für die Ausbildung. Zu langsam. Dein Wille ist schwach und du hast keine Disziplin. Du hast mich sterben lassen, Padawan. Ja. Mein Blut an deinen Händen, mein Schüler. Du bist ein Versager. Ein Schwächling. Ein Verräter. Du bist kein Jedi. BD? Danke. Lass uns verschwinden. Ich kann's nicht erklären. Vielleicht verstehe ich's nicht mal. Hey, BD, sieh's dir mal an. Zeig mal, was du gefunden hast. Ist es nicht nach Plan gelaufen? Ich hab dich ja gewarnt. Lass mich allein. Wie bitte? Allein lassen. Verloren. Und schutzlos in dieser gefährlichen Welt. Niemals. Okay, jetzt ist genug. Wer seid ihr wirklich?
Taran Malikos. Ehemaliger Jedi. Genau wie du. Wir haben so viel gemeinsam. Das bezweifle ich. Oh. Wir haben die Auslöschung überlebt. Meine Truppen haben mich verraten. Ich war gezwungen, ihnen das Leben zu nehmen, und dann bin ich geflohen. Zu diesem einsamen Ort. Die Dunkelheit. Sie verschlang mich fast. Aber ich widerstand. Ihr seid der, dem die Brüder der Nacht folgen. Ja. Oh. Aber diese Wilden, sie respektieren allein die Stärke. Und wir wissen beide, die Macht ist eine enorm starke Verbündete. Nein. Nein, ihr nutzt die Macht nur eigennützig, missbraucht sie. Das widerspricht dem Prinzipien der Jedi. Es sind dunkle Zeiten! Wenn wir nicht gemeinsam kämpfen, werden sie uns verzehren! Ich brauche eure Hilfe nicht. Dein kaputtes Lichtschwert sagt etwas anderes. Du hast da drin was gesehen, oder nicht? Etwas Furchtbares. Es gibt viele solche Orte hier auf Datumir. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles, diese Kraft zu beherrschen. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles zu beherrschen. Vertraute Worte, Malikos. Schwester Maren, du solltest lieber nicht so weit gehen. Seit Jahren, sagt ihr, die Jedi hätten das Massaker an meinen Schwestern begangen. Jetzt steht einer vor uns. Und ihr wollt ihn in eure Familie aufnehmen. Damit wirst du leben müssen. Doch es fehlt dir an Stärke, kleine Hexe. Stärke. Ihr seid verrückt, Malikos. Datomir hat euch verwirrt. Und durch meine falsche Loyalität konntet ihr die Brüder der Nacht vom Weg abbringen. Anders als die Jedi legen Schwestern der Nacht von Datomir die ihren nicht rein. Unser Band währt ewig. Deine Schwestern sind tot! Ja. All ihre Gräber umgeben euch. Zeit zu gehen. Schon Sulana Devi. Telolioliye. Närrische Göre. Über diese Kräfte hast du keine Kontrolle mehr. Ihr beide sollt wissen. Bekämpft ihr eine Schwester der Nacht von Datomir. Bekämpft ihr uns alle. Lauf. Deine Niederlage ist sicher. Hier, Grease soll die Mantis startklar machen. Was ist los? Hier hat eine Untote-Effekt. Sie verfolgt mich. Oh, und du führst sie hierher? Captain, startklar machen. Jetzt, bitte. Weg von hier! Was hast du?
du getan? Auf meinem Schiff kriechen überall tote Hexen rum. Weg hier. Was ist passiert? Hast du das Grab gefunden? Das Lichtschwert deines Meisters. Ich sah ihn. Meister T'Pol, es war der Tag seines Todes. Ich sah, was ich tat. Kerl. Alles ist zerstört. Ich konnte ihn nicht retten. Kerl, du warst noch ein Kind. Nein. Ich hätte ihm helfen können, wenn ich nur auf ihn gehört hätte. Wenn ich stark und mutig gewesen wäre. Ich hätte ihm helfen können. Ich weiß es. Kerl, du sollst endlich wissen, was mir bei der Flucht vor dem Imperium passierte. Sie brachten Trilla ins Zimmer. Als ich ihre Augen sah, wusste ich, es war meine Schuld. Sie war eine Inquisitorin. Und etwas in mir starb. Ich verlor völlig die Kontrolle. Ich tauchte ab in die dunkle Seite. Und tötete sie alle. Ich verschonte keinen einzigen. Nur sie ließ ich gehen. Viele Jahre konnte ich mir das selbst nicht verzeihen. Ich war ein Wrack. In mir war nichts als Zorn. Ich konnte ihn nicht unterdrücken. Es gab für mich keinen Ausweg. Und ich wollte nur noch sterben. Doch dann erfuhr ich von dem Holocron. Ein Hoffnungsschimmer, dass es eine Zukunft geben könnte, für die es sich weiterzumachen lohnt. Steh auf. Ich kann nicht rückgängig machen, was ich getan habe, und du rettest auch nicht mehr deinen Meister. Es ist vorbei. Aber Kerl, du musst auch wirklich weitermachen wollen. Und wie? Du wirst hiermit anfangen. Es ist deine Aufgabe, ein neues zu bauen. Man wird dich prüfen. Ja. Aber ich bin bereit. Ich meine nicht nur hier. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Und es ist leicht zu scheitern. Ihr kämpft immer noch mit der dunklen Seite. Auch nachdem ihr euch von der Macht gelöst habt. Wir werden immer kämpfen. Das ist die Prüfung. Die Wahl, weiterzukämpfen, macht uns zu dem, was wir sind. Dann sollte ich jetzt rausfinden, wer ich bin. Lange her, dass ich hier gewesen bin. Du weißt, es kamen viele Jedi nach Illum, um ihren Kyberkristall zu finden. Ich erinnere mich. Meister Yoda hatte uns zum Eingang geführt, aber danach waren die auf uns gestellt. Daran war ich zwar gewohnt, aber es machte die Herausforderung nicht einfacher. Meine Ausbildung folgte strikten Protokollen. Auf alles vorbereitet, dachte ich. Vielleicht war das die Lektion, Kerl. Du kannst nicht alles wissen. Aber darauf vertrauen, mit allem fertig zu werden, was dir begegnet.
Hier kann alles passieren. Ich bin bereit. Das weiß ich, Kerl. Aber was auch passiert, ob Gutes oder Schlechtes, danach wird uns immer eine neue Herausforderung erwarten. Soll mich das jetzt aufmuntern? Es soll dich daran erinnern, dass du dein Bestes gibst. Und es nicht deine Schuld ist, wenn du scheiterst, solange du nicht aufgibst. Möge die Macht mit dir sein. Ein Lichtschwert? Hier? Das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wie du es machen wirst, Kleiner. Aber wenn ich eins über dich gelernt habe, dann, dass du deine Aufgaben immer meisterst. Ach ja? Ich würde mein Leben darauf verwetten, aber das habe ich schon. Ganz oft. Du bist nicht der beste Spieler, Grease. Schon klar, natürlich, stimmt. Aber ich glaube an das, worauf ich wette. Und ich beteilige dich sogar, Kerl. Danke. Ich tue alles, damit du gewinnst. Das ist ein wichtiger Ort für Jedi. Besorgt oder so? Sollte ich nicht sein. Hör mal, ich weiß ziemlich genau, wie sich sowas anfühlt. Wirklich? Nein. Die Galaxis habe ich noch nicht gerettet, aber schon oft eins auf die Nase gekriegt. Egal, was dich umhaut, du stehst wieder auf, Kerl. Weiter so. Warst du draußen? Nein. Spinnst du? Lateros vertragen keine Kälte. Das habe ich ja noch nie gehört. Okay, okay. Ich vertrage keine Kälte. Ist es das, was du hören wolltest? So, jetzt habe ich's gesagt. Deshalb könnte ich nie ein Jedi sein. Genau. Nur deshalb. Musst du nicht ein Lichtschwert holen oder sowas? Beeil dich, wir müssen eine Galaxis retten.